herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Overzocked Workers and Resources Soviet Republic. So, das Stahlwerk ist fertig. Ohne Stromversorgung. Und jetzt gehen wir hier erstmal runter. Oh, vielleicht. 10. Habe ich hier gar kein Busblatt umgeplant? Das ist jetzt natürlich blöd. Kriegen wir es noch gerade? Kriegen wir. Zuck. So, der Wireframe, dann kann... Oh, das haben wir nicht mehr. Kann man ja erst finanzieren. Ziegelwohnung, folgende Straße. So, ja. Gut, da geht's nicht ran. Das offene Lager ist ohne Stahl. Pass mal auf. Stahl bekommt ihr es von da. Zack, genehmigen wir mal. Könnt ihr euch da mal voll kaufen? Achso, natürlich für das da fertig ist. Irgendwann. Letzter Monat 27.000, 12.000. Kies bringt auch noch was. Letztes Jahr 183.000. Na ja gut, da wäre mal 267.000, 205, 230, 240, 247.000. Da werden wir wohl leicht unterliegen. Aber ich glaube auch die Preise sind gesunken. Gut, wir haben natürlich auch Versandkosten. Versandkosten. Scheiß Versandkosten. Die werden wir jetzt nach und nach abbauen. Nach und nach werden jetzt die Versandkosten abgebaut. Ich gönne mir mal so einen Jumpy, ne?
schon wahnsinnig leid, aber ich habe voll Hunger. Ist hier mittlerweile auch schon ja, fast 23:30 Uhr. Mitten in der Nacht also sozusagen. Okay, hier fehlt wirklich nur noch Arbeiter. Können ruhig mal ein bisschen mehr Arbeiter reingehen. Können wir das mal ganz schnell abschließen hier. Und mit 7 Arbeitern, mit 9 Arbeitern, mit 10 Arbeitern geht das richtig gut voran. Ne? Dann zählen die Arbeitstage richtig schön schnell runter. 15 Arbeiter. Ja, so muss das laufen. 16. Nur 5000 Rubel. Kostet der Spaß. 5000 Rubel. 4500. Ein neuer Fahrzeugtyp, das sieht aus wie ein Tanker. Gut, Züge, oder beziehungsweise Züge, genau, Züge haben wir ja allgemein eh noch nicht. Und da wird unser kleiner feiner Block hochgezogen. Fertig. So, das heißt Mittelspannungsleitung. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz die Pause machen. Konstruktion mit Rubel finanzieren. Dieses ist fast fertig. Leitung, die eh nur provisorisch hier rein. Ich habe mir schon fast gedacht, ich habe falsch abgelassen. So, du hast hier schon drauf, genau. Das heißt, der nächste große Plan wäre diese ganze Geschichte hier hinten. Moment. Da können wir nochmal eingreifen. Da können wir Betonkies, Asphalt und bezahlen wir nämlich da deutlich weniger. Stahl und Bretter findet es dort. Gut, dann können wir hier den Bau mehr oder weniger stoppen. Habe ich das echt drauf gedrückt? Ich habe drauf gedrückt. Kommt ihr daran? Das wäre nämlich toll. Wenn wir eventuell das auch ein bisschen wegbekommen würden. Und du hast Eisen. Thank you.
der Busplattform. Beton und Kies fehlt auch da noch. Wieso? Fahren da nicht ein paar mehrere los? Weil Beton haben wir doch hier. Davon eigentlich nicht zu knapp. Was ist denn 2,8 Tonnen Beton nur? Oh ne, du lädst dich auch mit. Okay, 2,2 Tonnen. Okay, die haben das Zeug auch schon. Können die da jetzt nochmal ein paar Arbeitstage investieren? Jetzt hier 30.000. Okay, das werden wir definitiv nicht mehr hinbekommen. Aber es geht voran. Aber jetzt nur einen Stahl herstellen. Dann sieht die ganze Geschichte schon wieder deutlich an. Aus. Meine hier mit 30.000. Das ist schon ein bisschen was, ne? So, der nächste Anschluss ist fertig. Gut, den Busanschluss, das können wir ja erstmal so sein lassen. Das nächste große Projekt ist dann
mal, der springt jetzt von da nach da. Und baggert das jetzt alles hier schön fertig. Zack, wir springen gleich nach hier. Dann haben wir da schon mal bisher gute 200.000 gespart. Das ist ein richtig, richtig guter. Elektronische Komponenten. Hätten wir ein paar da. Aber kein Fahrzeug mehr, das das Zeug transportieren kann. Verdammt! Ja, baut man da, dass wir den Mittelweg hier auch mal langsam fertig bekommen. Das sind sehr viele kleine Sachen. Natürlich auch, weil es halt schon Kiesstraßen sind, relativ zügig fertig sein sollten. So, der Bau schreitet voran. Hinfahren. Fahren wir dahin. Ach, das ist doch schon eine Kacke. Hier steht der Deckenfertiger hier oben. Der steht da unten.
glaube, ich habe einen kleinen Zoll verursacht. Guck mal, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.